Aber Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der die Seele erschaffen hat, derjenige, der sagt, erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Was sagt er davor? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Und die Seele und derjenige, der sie erschaffen hat, Allah, er hat die Seele erschaffen. Er hat die Seele erschaffen und er weiß, was die Seele genau braucht. Nicht der Mensch selber. Der Mensch ist unwissend. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei dem, der die Seele erschaffen hat, bei dem, der weiß, was die Seele braucht. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Er hat der Seele zwei Wege gegeben. Zwei Nahrungsquellen gegeben. Eine gute Nahrungsquelle und eine schlechte Nahrungsquelle. Die gute Nahrungsquelle ist was? Ist die Gottesfurcht. Ist der Iman. Ist das Gedenken an Allah. Und die ungesunde und schlechte Nahrungsquelle ist alles andere. Die Sünden an erster Stelle und danach die Dunya. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Was erzieht? Die Seele. Mit anderen Worten, erfolgreich in seinem Leben ist derjenige, der seine Seele erzieht, indem er ihr die Nahrung gibt, die Allah für sie bestimmt hat. So hat uns Allah erschaffen. Allah hat uns so erschaffen, dass wir hungrig werden und dafür essen müssen. Dass wir durstig werden und dafür trinken müssen. Und dass wir von unserer Seele her hungrig und durstig werden, dass wir die Seele ernähren müssen mit dem, was Allah uns vorgeschrieben hat. Und das ist was? Das Gedenken an Allah in all seinen Formen. Damit ist nicht nur der Koran gemeint und der Dhikr, sondern all die Formen der Erwähnung Allahs.